Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blanco Box von Kurdo und Manjo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blanco von Kurdo und Manjo. Wir haben hier eine komplett weiße Box mit einem 12er FSK Aufkleber auf der Folie, der uns verrät, dass wir hier auch eine DVD vorfinden werden. Wir werden die Folie mal abmachen und dann schauen wir uns die Box im Detail an. So. Dann spiegelt das Ganze auch nicht mehr so sehr. Okay, der 12er ist gar nicht auf der Folie gewesen, sondern wirklich auf der Box. Also wir sehen hier eingeprägt, das ist nicht aufgedruckt, sondern wirklich eingeprägt, weiß auf weiß, Blanco, Kurdo und Macho lesen wir hier und darüber steht noch Banger Musik präsentiert. Also die beiden haben sich auf Banger Musik geeinigt, da es ja ein Gemeinschaftsprojekt ist von Banger Musik und Almas. Almas ja das Label von Kurdo und scheinbar hat Banger Musik das für sich entscheiden können. Gut, der Sticker löst sich da jetzt gerade auf, wie man sieht. Ich werde den dann später nochmal in Ruhe runter machen. Jetzt lasse ich ihn einfach mal oben. Bin auf jeden Fall froh, dass das ein Sticker ist und nicht aufgedruckt. Auf der Rückseite haben wir nichts, bis auf diesen Barcode und die Credits hier. Ebenfalls sehr schwer zu lesen, so ein ganz helles Grau auf Weiß. Und die Seiten ebenfalls komplett weiß, blank. Gut, es ist eine quadratische Box mit abnehmbarem Deckel, innen ebenfalls weiß, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also wir haben hier einmal das Album, die Bonus-EP Stresserblick, die Instrumentals zum Album, dann haben wir hier einen Pullover bzw. Longsleeve, einen Patch. Dann haben wir hier Sticker, drei Blanco-Sticker, eine unterschriebene Autogrammkarte, dann haben wir Sticker von Macho, 1, 2, 3 Mal, dann noch dreimal einen Sticker von Kurdo und dann haben wir noch zum Abschluss ein Poster. Also, jede Menge Inhalt in dieser Box und so sieht der untere Teil aus, ebenfalls komplett blank, weiß. Alles klar, die beiden sind nicht verschweißt, das Album ist verschweißt. Wir fangen mit dem Album an, das heißt, wir werden dieses ebenfalls mal aus der Folie befreien. Und hier eben nochmal der 12er, diesmal dürfte er aber auf der Folie sein, wir schauen gleich. Nein, auch hier nicht auf der Folie, sondern ebenfalls auf dem Cover und auch hier ein Sticker. So, dieser geht aber genauso schlecht runter wie auf der Box. Gut, auch hier werde ich ihn erstmal oben lassen und dann in Ruhe nach dem Video runter machen. Wir sehen hier auf der Front Macho und Kurdo, Kurdo und Macho. Banger Musik präsentiert, Blanco und das Ganze ebenfalls in weiß und schwarz gehalten, sehr minimalistisches Cover. Kurdo hier im Profil und Macho frontal zu sehen. Dann haben wir hier die Tracklist, 17 Tracks an der Zahl. Meine Favoriten von dem Album sind, wo haben wir es? Track Nummer 2, Nachtaktiv, und Track Nummer 17, alles schon gesagt. Nachtaktiv gab es ja bereits schon eine Videoauskopplung, alles schon gesagt, meines Wissens nicht. Und hier lesen wir noch zusätzlich inklusive Smokey und Body DVD. Hier ist der Body. Und hier unten noch die Credits und wieder ein Barcode. Wir haben auf dem Album keinerlei Features und wir haben hier zwei Skits angeführt. Gut, dann schauen wir mal hinein. Kommen wir zuerst zum Booklet, hier haben wir noch einen Einleger zur Blanco Tour 2017.
und einen 10% Rabattcode für den Banger Store. Könnt ihr natürlich gerne einlösen. Dann hier die FSK-Bezeichnungen bzw. die Codes, ja, brauchen wir weiter nicht. Und dann haben wir noch das Booklet darunter. Wenn ich es rausbekomme. So. So sieht das Ganze aus, klassisches Booklet. Also wir haben auf der einen Seite die Tracks angeführt, inklusive der Produzenten. Und hier eine Aufnahme von Kurdo. Hier weitere Tracks aufgelistet, links glatt weiß. Weitere Tracks, hier beide Künstler noch einmal zu sehen. Macho alleine, weitere Tracks und hier dann wieder blank weiß und der Abschluss nochmal beide und weitere Tracks. Alles klar, dann haben wir hier noch die Credits und das war's. Also, so ein, ich sag mal, Standard-Booklet, wie es die meisten verwenden, einfach kurze Info über die Tracks, die Credits und ein paar Aufnahmen. Dann haben wir die CD. Die sieht folgendermaßen aus. Die sieht ebenfalls blank-weiß aus. Allerdings, wenn man sie hier ins Licht hält, sieht man den Schriftzug Blanco. Also sehr nett gemacht. Erinnert mich ein bisschen an die Ich bin 3 Berliner Box, wie wir sie damals von UFO hatten. Da war es ähnlich, dass man es immer nur so im Licht gesehen hat. So sieht die CD aus. Und dann haben wir natürlich noch auf der Rückseite die zugehörige DVD. Hier ebenfalls wieder nur im Licht zu sehen. Und die DVD ebenfalls glatt silber, also Standard. Geht die DVD da natürlich nicht wieder zurück. So, aber jetzt. Alles klar. Dann haben wir die Bonus-EP. Stresserblick-EP nennt sich das Ganze. Und das Besondere daran, diese beiden Bonus-CDs sind nicht wie so oft in einer Papphülle, sondern in einem Plastik-Case. Also wie wir es damals schon bei Casey und Summer hatten, das ja das letzte Banger-Release war, haben wir auch hier wieder die Variante mit den Plastikhüllen. Hier haben wir die Tracklist, 6 an der Zahl. Ebenfalls keine einzigen Features. Und hier eben die zwei Solo-Tracks. Mike Tyson ist der Solo-Track von Kurdo und Muhammad Ali, der von Majo. Und die CD sieht folgendermaßen aus. Und auch hier wieder diese spezielle Glanzoptik, weiß auf weiß. Und dann haben wir noch die Instrumentals, ebenfalls in so einer Plastikhülle. Also wir haben hier 23 Tracks, bedeutet wir haben das Album und die Bonus-EP allesamt hier oben. 23 Tracks an der Zahl. Also auch die beiden Skits haben jeweils Beats, das sind keine reinen Sprachskits. Und die CD auch hier wieder in dieser Weiß-auf-Weiß-Optik. Blanco. Gut, dann haben wir die Sticker, eine ganze Menge davon. Und zwar haben wir einmal, beziehungsweise dreimal, diese großen Sticker von Kurdo. Blanco lesen wir hier noch. Und das klassische Profilbild oder Profilfoto von Kurdo. Dann haben wir diesen Sticker dreimal, natürlich auch von Majo im Hochformat. Also dieselben, die wir auch schon vom Cover kennen, Macho frontal, Kurdo seitlich. Dann haben wir drei Sticker im Querformat, so Streifen mehr oder weniger. Hier lesen wir auch wieder Kurdo und Macho Blanco. Weiß und schwarz, wieder sehr schlicht gehalten. Und dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte. Hier haben beide Künstler unterschrieben, Macho und Kurdo. Rückseite blank weiß, Blanco, sehr schön. Und bevor wir zu dem Kleidungsstück kommen, schauen wir uns noch kurz das Poster an. Also, Poster einseitig bedruckt, im Hochformat.
Hier nochmals das Coverfoto der beiden Herren, Kurdo und Macho Banger Musik präsentiert. Das Ganze wieder so in weiß und schwarz gehalten. Und die Rückseite, wie gesagt, blank. Also das Poster nur einseitig verwendbar. Und dann haben wir zum Abschluss noch dieses Stück hier, dieses Longsleeve bzw. Pullover, je nachdem, wie ihr es bezeichnen möchtet. Es knistert, das heißt, ja, es wird hier noch eine Schicht Papier drin sein. Und das Ganze sieht so aus, in der Camouflage-Optik. Also sieht so ein bisschen nach Sand bzw. Wüstentarnung aus, wie man es vielleicht auch von so Militäruniformen kennt aus so Wüstenstaaten. Wir haben es wieder zu tun mit Banger Musik Merch. Also hier haben wir nur Banger Musik und 100% Cotton. Keinerlei Hinweis auf die Größe. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Ganze L sein wird. Schaue ich noch kurz wegen Neckprint. Nein, haben wir keinen. Also wirklich durchgehend diese Camouflage-Optik und hier eben Rundhalsausschnitt und hier diesen weißen gerafften Stoff am Hals. Ebenfalls hier auch die Ärmelbünde sind ebenfalls so weiß gerippt. Und auf der unteren Seite haben wir dann noch Banger Musik Blanco Generation Stresserblick aufgenäht. Sehr schön. Also gefällt mir von der Optik echt gut. Und hier auf der Brust haben wir noch so einen Klettverschluss, so ein Patch. Das bedeutet, wir können diesen natürlich abnehmen. Und man kann das Ganze dann so tragen oder diesen weißen Blanco Patch drauf machen. Oder einen Patch eurer Wahl. Gab es ja bereits genug in anderen Deutschrap-Boxen, sowohl von den Bängern als auch von anderen Künstlern. Gibt es ja laufend irgendwelche Patches. Ich lasse jetzt einfach mal den weißen oben und wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier diese Camouflage-Optik, diese Sandtarnung, sage ich mal, Wüstentarnung, komplett durchgängig, von oben bis unten, sonst keinerlei Besonderheiten, bis auf die Brust, denn hier auf der Brust haben wir noch diesen Klettverschluss, wo man diesen Patch anbringen kann. Wie gesagt, der Patch ist natürlich euch überlassen. Ich habe jetzt wieder den Camouflage-Patch angebracht. Und wir haben links unten haben wir noch den Aufdruck bzw. den Aufnäher Banger Musik Blanco Generation Stresserblick. Ist auf jeden Fall mal was Spezielles, was anderes. Habe ich so in der Form noch nie in einer Box gehabt und kann man auf jeden Fall rein jetzt von der Optik gut tragen. Camouflage immer eine schöne, ja, eine gute Wahl. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses Longsleeve, diesen Pullover mit dem dazugehörigen Patch in zwei Varianten. Die unterschriebene Autogrammkarte, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dann haben wir insgesamt 9 Sticker an der Zahl. Dreimal den Macho-Sticker und dreimal den Kurdo-Sticker und dreimal den Blanco-Sticker. Die Instrumentals zum Album, die Stresserblick EP und das Album an sich inklusive DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box. Blanco von Kurdo und Macho. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box, was haltet ihr von der Musik? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kurdo und Macho unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.